Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Kasecker. Vielen Dank. Guten Morgen, Frau Minister. Ja, es ist ja bekannt, unser Standpunkt zur Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit der Sanktionen. Wir sehen ja jetzt, dass Sie draufkommen, dass sich das alles nicht ausgeht bei den Mengen, was Gas und Öl betrifft. Ich habe hier das Protokoll des Europäischen Rats vom 3. Mai, also des Energierates, wo Sie ja Österreich vertreten haben, oder vertreten haben, wo Sie betonen, wie man jetzt damit umgeht. Man müsse den Verbrauch senken, Gasboiler und Brenner ersetzen und so weiter und so fort. Eine gemeinsame Vision entwickeln. Zwei Absätze weiter, der ungarische Vertreter sagt einen interessanten Satz, nämlich jenen, man sollte sich doch am allgemeinen Prinzip orientieren, der eigenen Volkswirtschaft nicht mehr zu schaden als Russland. Ich nehme mal an, das ist nicht Ihr Zugang, sondern Ihr Zugang ist jener, den Verbrauch zu senken. Da gibt es auch einen interessanten Vorschlag vom luxemburgischen Energieminister, der da vorschlägt, ein EU-weites Tempolimit, autofreie Wochenenden und 2 Tage pro Woche Homeoffice. Ich nehme mal an, Sie teilen die Meinung des luxemburgischen Energieministers. Also das Erste ist, und das ist vielfach öffentlich dokumentiert, auch von mir, der Zugang zu Sanktionen, der eint mich mit meinem ungarischen Kollegen. Wir können nur Sanktionen setzen, von denen wir sicher sind, dass wir sie länger durchhalten als Wladimir Putin. Das ist das Kernelement von Sanktionen. Und deswegen ist auch ein Gasembargo für Österreich, so schmerzlich diese Aussage ist, schlicht und ergreifend nicht möglich derzeit, weil die Abhängigkeit zu groß ist. Und zur Reduktion dieser Abhängigkeit, Terawattstunde für Terawattstunde, brauchen wir alle Mittel. Und wir sind mit unserem Gas, mit unserem Szenario, mit unserem Plan, den die Energieagentur erarbeitet hat, exakt im selben Modus wie die Europäische Kommission gestern mit ihrem REPowerEU-Plan. Der hat 3 Säulen. Gasverbrauch reduzieren, also Effizienz, Substitution, Erneuerbare ausbauen und diversifizieren. Exakt dieselben Schwerpunkte, das ist gut, weil es gibt uns auch den Rückenwind, den wir national brauchen. Die Vorschläge aus Luxemburg, die Sie zitiert haben, sind Vorschläge der Internationalen Energieagentur zur Reduktion der Ölimportabhängigkeit der Europäischen Union. Kommt aus der Internationalen Energieagentur.